Dr. Bettina Orlob ist die Mestemacher-Managerin des Jahres 2018. Zum ersten Mal erhält eine Spitzenmanagerin aus der Finanzbranche die Auszeichnung. Sie verstehe es, Beruf und Familie perfekt zu koordinieren. So hieß es. Das ist immer ein Balanceakt. Das ist, glaube ich, das weiß jeder, der das so durchlebt, dass das auch nicht immer lustig ist und dass es da auch schwere Themen gibt. Wesentlich ist, dass man natürlich, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der auch mithilft, ist das schon eine echte Erleichterung. Das Zweite ist natürlich so, in meinem Fall jetzt, je weiter man natürlich kommt, je mehr man Karriere macht, desto mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch, sich auch zum Teil einfach helfen zu lassen. Bettina Orlob ist die erste Frau in 150 Jahren Commerzbank, die es in den Vorstand geschafft hat. Ihre Leistungskraft steckt sie unter anderem in sozialverträglichen Personalabbau und den Aufbau der Digitalisierung, die ein Jobkiller möglicherweise auch für die Frauen sein könnte. Ehrlich gesagt, nein. Ich sehe das Gegenteil als Faktor der Beflügelung an. Und zwar, Sie können ja heute mit dem iPad und mit dem iPhone oder mit einem anderen, mit anderen Geräten optimal, auch während Sie auf Business-Reise sind, Ihr Team steuern. Oder Sie steuern von Ihrem Homeoffice aus Ihre Führungsaufgaben. All das ist möglich. Und das macht die Digitalisierung so reizvoll auch für den Aufstieg der Frauen. Sind Frauen bessere Manager als Männer und hätten sie die Finanzkrise abwenden können? Frauen und Finanzen, so das Thema der Festansprache. Also man weiß zwar, dass Frauen risikoaverser sind im Durchschnitt, wenn man sie mit Männern vergleicht. Es ist aber so, dass man bedenken muss, innerhalb der Finanzindustrie arbeitet eine Selektion von Frauen. Die sind also nicht unbedingt vergleichbar mit der Durchschnittsfrau aus diesen Studien, die da zitiert werden. Und die Befunde zeigen, dass Frauen, die in der Finanzbranche arbeiten, überdurchschnittlich risikofreudig sind. Was eben den Zweifel aufkommen lässt, dass sie durch ein risikoärmere Investitionsstrategie die Finanzkrise hätten verhindern können. Übrigens, Altersteilzeitmodelle seien das liebste Mittel Bettina Orlobs beim Stellenabbau. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro spendet die Ausgezeichnete für die Hilfe von Familien krebskranker Kinder.